Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von The Song of the Prairie. In der letzten Folge haben wir die Hauptquest vom Sommer fertiggestellt, oder die Hauptgeschichte, soweit ich das verstanden habe. Und wir werden in dieser Folge am besten bis zum 15. dann warten, weil ja da die Gartenschau irgendwas ist. Und nebenbei machen wir noch diese Folge ein paar Nebenquests und dann werden wir sehen, wie wir es weitermachen. Aber hier, der Blumenladen hat irgendwas. Oder auch nicht, die hat mir irgendwas gegeben. Eine Aufgabe, was hat sie denn? Bitte gehen Sie in den Obstgarten. Na ja, gut, dann machen wir das. Lori, derjenige, der die Fesseln des Schicksals durchbricht, bitte komm schnell her, ich habe dir etwas zu sagen. Ich sah eine traurige Zukunft im Strudel des Schicksals. Der Junge, der im Obstgarten arbeitet, wird in letzter Zeit viel Blutvergießen erleben. Als die einzige Ungeweisheit im Schicksal kannst du bitte vorangehen und diese Zukunft ändern. Ja, dann machen wir das. Mann, letzte Zeit haben wir so viel mit du zu tun. Junge, Junge, Junge. Komm, es war vor, als ob der auch Dreck am Stecken hätte. Was soll ich dich daran erinnern? An was erinnern? Ja. Hallo? Wer ruft mich? Wer ruft mich an? Mit dem Telefon, das ich nicht besitze. Oh. Naja, gut, schlepp mal. Und nun? Hallo, Eure Exzellenz. Lori, ein starker Körper beginnt mit einer Flasche Energiesaft. So, wir haben einen mysteriösen Altar. Müssen wir jetzt wieder zurück? Ja. Haben wir gemacht. Alright, sicherlich ist der Wirbel des Schicksals bereit in dem Moment bestimmt geworden, in dem ich beobachtet wurde. Nimm es bitte nicht zu persönlich, denn das ist nicht, was du und ich entscheiden können. Ich habe jedoch nicht erwartet, dass es selbst mit deiner immensen Macht unmöglich ist, diesen Schicksal zu verhindern. Upf, wegen mir. Gibt's hier auch irgendwas Interessantes? Chilischotenwettbewerb. Glühwürmchen glühen, der Altar, was ist das hier? Macht es Donner und Blitze, ist das da? Fruchtsüße Suppe. Junge, man braucht die ja ewig und 3 Tage, um das zu abzugraden. Hier. So, du da, was haben sie? Die Zeit wartet auf niemanden, die Pausen selbst zum Ausruhen gehen. Sprich laut, das ist frustrierend, wenn du stumm wie ein Klotz bleibst. Also ein seltsamer. Was schleichst du hier herum? Du machst schon wie. Was machst du schon wieder hier? Dir beim Tanzen zusehen? Ach, langweilig. Okay, was hat sie denn überhaupt? Flachs? Karo Nacht. Was? Über Tuya, okay. Sakona, du und. Du, Muse und Becky nach ihren Ansichten über Mode. Mehr hat die nicht. Ist ja langweilig. Ich bin so wütend. Was ist passiert? Was könnte es sonst sein? Das ist nur wieder dieser Käfer, der mich nervt. Wie kann er wagen, mein Geständnis von Mode in Frage zu stellen? Ich habe mich entschlossen, ich werde ein Stück entwerfen, das ihn sprachlos machen wird. Lori, ich möchte weiter in die neuesten Modenmagazine studieren. Könntest du mir bitte helfen, indem du die Bewohner der Stadt nach ihren Bedürfnissen in Sachen Moden befragst? Keine Sorge, ich werde nicht zulassen, dass du diese Reise umsonst machst. Also es war Sakona, wenn ich mich nicht irre. Wer war es noch? Du? Musu? Modischer Mix und Match. Mode ist etwas, das sich jederzeit ändern kann, aber vielseitige Accessoires kommen nie aus der Mode. Gut, okay. Nummer Uno? Du ist ja auch in der Nähe hier irgendwo. So. Ist ja hier. Natürlich passt das wenig durch den Tor, durchs Tor, ne? Hier, Modetrendsetter.
Da hast du wohl die richtige Person gefragt. Um die Qualität eines Geräts zu beurteilen, muss man meiner Meinung nach berücksichtigen, wie sehr es meine Fähigkeiten verbessern kann, oder? Ich glaube, das Beste an den Attributen ist, dass sie am modischsten sind. Gut. Wenn du dieser Sache bewusst bist, so. Wie sie alle hier rumlungern? Haben sie nichts zu tun? Modetrendsetter? Mode? Nun, natürlich muss sie teuer sein. Nur was wertvoll genug ist, ist auch modisch genug. Wenn du mich fragst, ist Boss Jin die modische Person, die ich hier getroffen habe. Wer ist denn das jetzt noch gewesen? Wer war denn das noch? Falsch rum. Becky. Becky müsste ja jetzt wieder bei ihrer Farm sein. Ich hoffe, ich kann meinen Vogel noch unterscheiden. Ah, der heißt ja gut, aber. Wo steht denn Dean drauf? Auf dem Vogel. Mode? Ich kann es nicht gut erklären, Go. Es sollte aber wahrscheinlich etwas Weiches und Leichtes sein. Das ist das, was Go am bequemsten Modischen findet. Okay, Oliver, fahren wir mal wieder. Der Vogel schiebt uns weg. Zack. Da können wir ja wieder zu Tuya. Wo sind die? Entweder die ist hier in ihrem Mode gesuppt. Ist die nicht, ne? Nee, das ist nur Caro. Hab. Nur sie? Ist ja gar nicht, das bei Sandwalk war immer mal was los in dem Gebäude. Du da. Ich muss mit dir quatschen. Hier, bitteschön. Wie ist der Status? Hast du dich klar erkundigt? Jo. Ich glaube, ich hab's. Das ist deine Belohnung. Komm morgen wieder, wenn ich mit dem Schmuck fertig bin. Hier ist doch auch noch irgendwas anderes, ne? Ach so, Flachs. Ein Leinroxian. Aha. Natürlich, ich krieg mit einem einzigen Ninja-Stern einen ganzen Baum K.O. Voll logisch. Heute ist der Eröffnungstag der Gartenschau. Gehen wir zur Veröffnungsfeier. Ja, mach mal dann, wenn wir unsere Arbeit gemacht haben. Was ist das hier? Sehr geehrter amtierender Bürgermeister, ich, Richard, möchte Ihnen meinen herzlichen Dank ausweisen. Dank Ihrer Hilfe wird mein Garten heute eröffnet. Ich habe beschlossen, die Eröffnungsfeier heute vor 18 Uhr abzuhalten. Ich hoffe, dass Sie daran teilnehmen können. Natürlich. Aber ich mache erstmal meine Arbeit, die ich hier noch auf der Farm erledigen muss. Und dann können wir denn da mal hin. Den hole ich mir. Na, können wir nicht mal? Können wir hier rein? Doch, irgendwie schon. Ich danke euch allen aufrichtig, dass ihr gekommen seid. Heute sind wir hier versammelt, um die große Eröffnung der Waldgartenmesse zu feiern. Für diesen Gartenmarkt habe ich hier vier wunderbare Spiele für euch vorbereitet und ich hoffe, dass sie jedem von euch Freude bereiten werden. Natürlich habe ich auch ein paar kleine Preise für euch vorbereitet. Ihr könnt die Gartenmarktgutscheine, die ihr im Spiel gewinnt, bei mir gegen Preise eintauschen. Geh jetzt bitte und habt eine schöne Zeit. Minispiele, okay. Okay. Und was können wir machen? Verfolgen die mich jetzt hier oder wie? Kann ich mir jetzt aussuchen? Ist das hier? Ja, wo soll ich denn die Minispiele haben? Ah, hier. Sich drehende Windmühle. Abneigt darfst du nicht vom Rad fallen. Die Bretter unter deinen Füßen werden zufällig fallen, um die Drehgeschwindigkeit... Okay. Darf ich? Die Drehende Windmühle...
Also muss ich hüpfen oder was? Ja, wenn das mir ja gleich wegkickt. Was haben wir denn noch Schönes? Was ist das hier für ein Rätselding? Schiebeschachtel. In diesem Spiel sind drei Runden. Jede Runde gibt es neue Kiste. Okay, na gut. Gucken wir mal. Wir probieren mal ein bisschen was aus. Wo bin ich denn? Wie kann ich ihn schieben? Maus oder was? Ach so. So, da sind wir damit fertig. Was gibt's denn noch? Kann über die Hecken hier so springen. Ohne. Steigende Laterne. Oh, wir dürfen werfen. Naja, das ist doch schon mal schön. Ich habe die noch nicht mal angesprochen. So. Voll konzentriert hier. Oder ein bisschen zu doll. Alles fertig? Oh ne. Gut, und was ist jetzt dann das vierte? Wo ist denn das? Ein Denk- und Knobelspiel, das, was ich nicht brauche. Gedächtnisspiel. Ach du Heiliger, das kriege ich doch gar nicht hin. Was soll ich machen? Ach so. Ich bin rüber. Naja. Ach so. Ich renne hier voll. Fleischkäse. Gut, kriegen wir hin. Das. Das. Und was war's noch? Traubenmilch. So. Was habe ich denn als erstes? Den Käse. Der kommt da rein. Der Speck kommt da rein. Und der Traubensaft kommt da rein. So. Mhm.
So, komm. Was ist das da überhaupt? Blumenkohl, scheinbar. Nee, das war jetzt auch keine Kunst. So. Ja, da haben wir doch mal alle alle Dinger. Ja, dann sag ich schon mal, schaut mir und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Song of the Prairie wieder. Und dann im Herbst, ich glaube, ich werde dann noch ein bisschen vorspielen, dass wir wieder eine Hauptquest machen können. Und ja. Ciao. Ciao.